Warum eigentlich nicht ausbuddeln? Hätte ich mal doch machen sollen. Wir haben ja noch keine Sticky-Farm bei uns oben. Und dann noch keine Bärenfarm und überhaupt keine normalen Farmen. Da ist noch viel zu tun. Das war's jetzt schon mit Bäumen. Ja, super. Na gut, der Tag ist noch ein wenig länger. Das heißt, wir laufen weiter dahin, zu dem Bärenbusch. Und sacken den auch gleich mal ein. So, mitkommen. Zurück zum Weg. So, oh, der ist schick. Ha, und unsere Lebenspunkte sehen einigermaßen gut aus. Wir haben den Speer und die Rüstung. Ich glaube, wir legen uns gleich mal mit den Spinnen da unten an. Nur so, damit sie sich nicht ausbreiten. Wobei, das ist das einzige Spinnen. Da oben ist noch eins. Ich glaube, ich lasse die sogar. Denn wir brauchen ja später Spinnenweben. Und die sollten sich auch schön immer wieder regenerieren. Also ne, das Spinnenei lassen einfach mal. Überall nur diese Mini-Bäume. Oh, eine neue Spur. Flupp. Zeigt nach unten rechts. Was es damit auf sich hat, weiß ich auch noch nicht. Also wir hatten schon mal diesen komischen Elefantenrüssel gesehen bei den Hüten. Aber wie stark der ist, was der sonst so macht, keine Ahnung. Chop, 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 chop. So, reicht das jetzt schon? Jo, schaut gut aus. Vier Bretter brauchten wir. Sehr gut. Du kommst mit. Oh, noch eine Spur. Auch wieder nach unten rechts. Ich sehe ein Muster. Und ich sehe große Bäume. Sehr schön. Nicht, dass wir es noch akut brauchen würden. Aber da unsere Basis ja nicht gerade in der Nähe von Wäldern ist, nehmen wir es einfach mal mit. So, den hier auch noch. Dann schnappen wir uns noch die Sticky-Büsche, gucken uns die Spur da oben rechts an und dann sollten wir auch langsam wieder nach Hause. Zumal ich auch schon ziemlich scharf darauf bin, die ordentliche Forschungsmaschine zu bauen und dann endlich mit der Mauer loslegen zu können. Denn in der letzten Welt war es schon ganz schick. Also es fing an, richtig gut auszusehen. Und dann halt dieser doofe Zwischenfall. Ach ja. Aber nee, diesmal kriegen wir das, glaube ich, hin. Dass wir eine ordentliche Basis haben und dann geht irgendwas schief. Oder wir springen halt einfach weiter zur nächsten Welt. Jo, da mucken die Spinnen gerade auf. Das soll mir mal egal sein, die sind nicht schnell genug. Zack. So, schön dem Weg folgen. Müsst ihr eigentlich direkt zu unserer Haustür führen, oder? Gab es hier noch eine Abzweigung? Schauen wir aber mal. Oh, noch eine Spur. Die zeigt nach unten links. Die Spuren sind komisch. Vielleicht muss man doch einfach nur in einer gewissen Zeit genug davon aufdecken. Die zeigt auch wieder nach unten links. Vielleicht sind es auch mehr. Also es würde Sinn machen, wenn es mehr als nur einer ist. Weil es gab ja mehrere Sachen, die diesen Elefantenrüssel brauchten. Und ich sollte vielleicht nochmal eine Heumauer bauen. Also nicht zur Verteidigung, sondern einfach nur, um die Yaks hier oben zu halten. Ich will die ja nicht in meiner Basis haben. Das Geschnarche brauche ich echt nicht. So, wir hätten gerne den Savannah-Turf verfeuert. So. Und noch ein Dünger. Okay, vielleicht zwei Dünger. So, sehr schön. Also, wir haben die Steinblöcke im Inventar. Wir haben das Gold im Inventar. Und die Bretter. Das heißt, Forschungsmaschine. Sehr gut. Ja, die kommt mal da rein. So, ich glaube, jetzt, da wir nicht mehr Sachen in die Maschinen reinschmeißen müssen, kann ich die alte Maschine auch zerstören. Bin ich mir allerdings nicht sicher. Da steht jetzt nirgendwo drunter, man braucht diese einfache Forschungsmaschine. Ne, also müsste das Ding eigentlich reichen. Also falls wir mal Platzprobleme haben, können wir das Ding abreißen.
Jetzt hätte ich gerne die Steinmauer. Steinmauer. Sehr schön. Davon hätte ich jetzt gerne ganz, 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 ganz viele. Okay, erstmal mehr Steine. So, wenn wir die eine Wand wenigstens schon mal fertig bekommen, morgen früh. So, Steinwände. Dritter Stack wird angebrochen. Okay, drei Stacks Steinwände. Gucken wir mal, wie es mit dem Weg da oben hinhaut. Also, wir hätten gerne... Nicht hinschmeißen, so. Ist das so okay? Ja, perfekt. Sehr schön. Dahin. Einfach weiterbauen. Nein, das war falsch. Na gut, bauen wir die anderen weiter erstmal aus. Ich denke mal, ich werde mich dazwischen eh nochmal verklicken. Dann können wir die alle gleich zusammen abreißen. So. Viel größer als bis zu unserem Lagerfeuer hier rum sollte es auch erstmal gar nicht werden. Denn es sollte schon im Lichtbereich von ein oder maximal zwei Lagerfeuern sein. Ich denke mal so. Sonst sitzen wir da echt ewig dran. So, schön zu und den Stack auch noch. Jetzt muss ich gleich noch mal abzählen, wie viele Blöcke ich gesetzt habe vom Weg aus bis zu der Ecke, damit es auf der anderen Seite genauso viele sind. Symmetrie und so. Reicht das langsam? Also die Holz... Gruppen, einmal zum Befeuern, einmal zum Abhacken, wollte ich ja nicht im Lager haben. Das Einzige, was ich im Lager haben wollte, sind noch die Farmen und die Kochtöpfe. Das müsste aber eigentlich reichen. Also. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. Zählen wir nochmal. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 17 Stück. Und sie sollte was essen. Das kannst du auch mal essen. Den Rest verfeuern wir nachher. Also 17 Stück. Wenn wir die jetzt alle gesetzt haben, sind auf der Seite schon mal 10. Fehlen nur noch 7. Warum muss ich das jetzt immer neu auswählen? Ah, ich wollte schon sagen. Diese Mauern werden mich nicht von den Dämonen in mir drin beschützen können. Die ist echt ein wenig skurril. So. Dann schneiden wir das nochmal alles. Was sagt die K? Was zur Hölle ist das? Also ja, ich weiß, was das ist, aber was macht das da auf der Karte? Ja. Ich sag ja, die Version ist echt ein wenig verglitscht. Also diese und letzte ja auch schon. Jetzt ist es weg. Okay. Aber kann man eigentlich echt nicht meckern. Ich meine, so viel Content, wie die produzieren, da ist es vollkommen okay, wenn man ein paar kleine Fehler dazwischen sind. So, ich brauche mehr Steine. Viel mehr Steine. Ein bisschen Essen würde allerdings auch nicht schaden. Können wir dich irgendwie nach abseits schieben? Das dauert aber zu lang. Komm. Wenn wir dich umbringen würden, hätten wir gleich wieder 3, 4 Schnitzel. Nee, da brauchen wir jetzt diesen Cowboy-Hut oder was auch immer das war. Ich will doch nur essen. So, dich jetzt aber. Na also. Wenigstens etwas. So, Steine sind hier gar keine mehr. Au. Das Wurmloch führte da oder dahin. Da müssen wir uns aber erstmal in Ruhe umgucken. Wir sollten lieber erstmal das hier erforschen und gucken, ob da noch Steine sind. Und damit wir wissen, was in unserer näheren Umgebung noch so alles rumliegt. Kommst mit. Mit. Mit.
Alles mit. Oh, inzwischen haben wir Tag 9, immer noch keine Wölfe. Also ich denke definitiv, dieses Mini-Grunzen, das wir in der Einfolge hatten, das wären eigentlich Wölfe gewesen. Und die waren dann irgendwie verbuggt und sind nicht gekommen. Ich hoffe mal, dass wir sie dadurch nicht permanent verbuggt haben. Das wäre doch schon ein wenig albern, wenn sie gar nicht mehr kommen würden. Aber das werden wir ja in spätestens 2, 3 Folgen sehen. Denn bis dahin keine gekommen sind, dann ist echt was komisch. So, wir müssen nach oben rechts. Da waren wir noch nicht. Also ab hier, ja. Sieht nicht nach Stein aus. Schade, schade. Nö, nur mehr Dünger. Und Kaninchen und Gras. Wir sind hier echt im wilden Westen, ne? Ja, das nehmen wir mit. Dich töten wir. Der Tod wird dich finden. Ich hasse es. Oh, Abigail. Oh, Abigail, töt mal den Schmetterling. Wir müssen jetzt nur den Schmetterling irgendwie zum Geist treiben. Ich glaube, der Schmetterling verarscht uns. Ha, na also. Danke, Abigail. Oh, wart mal. Abigail, komm mal her. Ha. Auch wenn das ganz schön gemein gewesen wäre, wenn es gegangen wäre. Also es leuchtet so komisch rot. Ich weiß nicht, ob die Schaden bekommen. Wenn, dann nur sehr, sehr, sehr wenig. Also gut. Oh, da sind die Wölfe. So viel dazu. Ha. Es war wieder nur so ein kurzes... Ah, da sind sie wieder. Ich wollte gerade sagen, es war wieder nur so ein kurzes Grunzen. Von den Wölfen. Vorher war das ja echt so lang anhaltend. Das ist jetzt aber nicht mehr so. Na gut, nicht ablenken lassen. Ja, wir schmeißen mal 1, 2, 3 da drauf. Legen unsere Rüstung an. Speer in die Hand. Killer Abigail. Und jetzt warten wir, dass sie kommen. Eine Kleinigkeit essen könnten wir in der Zwischenzeit auch noch. So. So. Die Hunde sind am Kläffen, sagt sie gerade. Ja, da hast du vollkommen recht. Das andere Stück Fleisch bewahren wir uns mal auf, sobald wir Schaden genommen haben. Denn ein wenig heilt das ja auch. Na, wo bleiben die Hunde? Chester? Und Abigail hat sich abgesetzt anscheinend. Schade. Die hätte jetzt auch noch praktisch sein können. Auch wenn sie mir als Schmetterlingsfänger schon praktisch genug ist. Ja, die Hunde sind immer noch am Kläffen. Das ist richtig. Ah, da kommen sie. Oh, 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 oh. Sorry, jetzt kann ich sie nicht... Ah, doch, geht noch. So. Ich glaube, das war schon. Ja, das war schon. Huh. Ja, die ersten Wölfe sind hier nicht so viele. Aber das mit der Mauer hat nicht ganz so geklappt, wie ich es mir gedacht hatte. Es war auch zu dunkel da. So, du kommst jetzt mal mit. Das heißt, wir bauen dann hier noch ein Lagerfeuer hin. Oder wir verkürzen das Ganze hier. Weil hier konnte ich die nicht ordentlich sehen. Vielleicht habe ich auch das Feuer einfach nicht hoch genug brennen lassen. Müssen wir nochmal testen. So, du kommst mit, du wirst verkocht. Später. Du kommst mit. Ja, und dann machen wir jetzt mal einen kleinen Cut und sehen uns dann gleich wieder.